Heute geht es darum, was in Ihre Hausapotheke gehört. Sie sollte zweckmäßig und vor allen Dingen nicht überladen sein. Wichtig sind Verbandsmaterialien, sterile Binden und eine Verbandsschere sowie eine Pinzette. Auch elastische Binden und Heftpflaster gehören dazu. Als Desinfektionsmittel eignet sich beispielsweise auch Arnika-Tinktur oder ein Desinfektionsspray, das nicht brennt, besonders für die Kinder, aus der Apotheke. Ein leichtes Schmerzmittel, Aspirin beispielsweise, das gleichzeitig auch hohes Fieber senkt, sowie ein Mittel gegen Magen- und Darmbeschwerden, sollten für den Notfall auch in der Hausapotheke enthalten sein. Bei Durchfallerkrankungen sollten Sie aber auch Kohletabletten zu Hause haben. Und denken Sie auch an eine Wärmeflasche und an eine Salbe bei Sportverletzungen. Aufkommenden Erkältungskrankheiten können Sie aber auch mit Kräutertees, die Sie im Übrigen besser im Küchenschrank aufbewahren, natürlich auch Linderung der Beschwerden bewirken. Also da gehört Minze, Lindenblüte, Salbei beispielsweise dazu. Bei allen anderen Beschwerden sollten Sie dann schon besser Ihren Arzt aufsuchen, der dann genau entscheidet, was Sie am besten für sich tun sollen. Das Fieberthermometer gehört im Übrigen auch dazu. Hat Ihnen dieses Video gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen von Ihnen nach oben und natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Und wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen, dann schreiben Sie mir doch gerne einen Kommentar. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute beschäftigen wir uns mit einer Zivilisationskrankheit, nämlich den Prostatabeschwerden. Erst wächst der Bauch, dann die Prostata und dann oft ein Prostatakrebs. So lautet eine Überschrift in einem Buch der Prostatakrebskompass von Dr. Jakob. Es ist ein Buch, in dem sachlich und wirklich systematisch erklärt wird,